Alter, was geht ab, Leute? Homie. Der Titel ist ein bisschen Clickbait, aber leider nicht ganz frei erfunden. Also, da stimmt schon ein bisschen was. Heute ernstes Gespräch. Hab nichts vorbereitet. Ich habe ein paar Sachen einfach, die ich euch erzählen will. Und ja, schauen wir mal. Wie der Titel schon sagt, also in letzter Zeit, was heißt in letzter Zeit? Es fragt mich eigentlich ständig jemand, was ich eigentlich so beruflich mache. Bin ich arbeitslos? Bin ich Hartz-IV-Empfänger? Studiere ich noch, dies, das. Studium habe ich abgeschlossen. Letztes Jahr, am Ende des Jahres. Juli, September. August. Juli, August, September, sowas in der Richtung. Juli, Bachelorarbeit abgegeben. Dann so irgendwann August habe ich die Bachelorarbeit zurückbekommen. War das, glaube ich, so? Kann mich nicht mehr genau erinnern. Und dann September habe ich mein ganzes Ding, meinen Abschluss halt abgeholt. Dann war es halt offiziell. Das habe ich sogar aufgenommen. Vielleicht zeige ich euch die Szene noch. Und dann, ja, das ist schon Ewigkeiten, ja. Und die Zeit vergeht so schnell, weil damals hatte ich das aufgenommen. Wollte halt ein Video über Studieren und meine Erfahrungen und sowas, meine Tipps und sowas machen. Bisher immer noch nicht gemacht, weil die Zeit vergeht so schnell. Ich habe das immer noch vor. Mit dem Kollegen Riyad dann kleines kurzes Video. Also was heißt kurz? Mal ein Video über Studieren und sowas. Ausbildung und all dieses ganze Zeug, unsere Erfahrungen zu machen. Auf jeden Fall, wie gesagt, das ist schon eine Weile her. Hab meinen Abschluss gemacht in, das fragen mich auch viele, Amerikanistik. Was kann man damit werden? Das habe ich in meinem FAQ-Video mal gemacht. Mal angesprochen und beantwortet. Link ist unten in der Beschreibung, wenn ich dran denke. Und zwar sage ich immer, alles oder nichts. Und das stimmt halt genau, ungelogen genauso. Man kann damit nicht nur Dolmetscher werden. Beziehungsweise man kann überhaupt nicht Dolmetscher werden. Weil das die meisten sagen, wirst du jetzt Dolmetscher damit? Nein, werde ich nicht. Ich glaube, dazu braucht man eine Ausbildung. Oder vielleicht gibt es sogar einen eigenen Studiengang dafür, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das mal verglichen mit diesem Spielzeug für kleine Kinder. Da gibt es ja diese Figuren, damit die in der Anfangszeit als Baby irgendwie so räumisches Denken oder so erlernen. Zum Beispiel die Sternfigur passt in das Sternloch, Kreis in Kreis, Viereck in Viereck, Dreieck in Dreieck und so. Und viele stellen sich Studium genauso vor, dass du genau ein Studium hast und dann ein Job, der perfekt drauf passt. Das ist halt eben nicht so. Du hast halt dein Studium und dann hast du einen Bereich drumherum. Und mögliche Jobs fallen halt eben ganz nah in den Bereich, also in die Mitte zum Beispiel oder ganz an den Außenbereich oder grenzen nur an oder sowas. Dementsprechend kann man entweder echt alles oder nichts machen. Und was habe ich jetzt die Zeit so gemacht? Also Oktober habe ich erstmal gechillt, einen Monat, geschaut und ein bisschen YouTube gemacht, ein paar Bewerbungen geschrieben und eben auch einen Nebenjob angefangen. Teilzeitjob war das und da haben auch viele gefragt und ich habe das halt nie gesagt, weil... Okay, das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber ich wollte halt nicht, dass irgendwelche Fans da vorbeischauen. Ihr wisst, was ich meine. Also das soll nicht so arrogant klingen. Ich wollte halt einfach nur nicht gestört werden bei der Arbeit, weil ich bin ein ordentlicher Typ, der seine Arbeit gerne gründlich und zuverlässig erledigt. Und das kann ich halt nicht, wenn da ein paar Zuschauer vorbeischauen und dann stören oder so. Hab auf jeden Fall in Parsing gearbeitet. Da gab es auch viele Kommentare dann. Hong, wieso hängst du so oft in Parsing ab? Hast du keine Arbeit und so? Bist du arbeitslos? Keiner von denen hat darüber nachgedacht, dass ich deswegen der Arbeit so oft im Parsing bin. Weil ich halt, keine Ahnung, Viertelstunde, 20 Minuten, manchmal sogar eine halbe Stunde zu früh komme. Und dann drehe ich halt noch ein paar Runden, Mittagspause dann, ein Raid machen oder eine halbe Stunde Modul oder so. Und dann halt nach der Arbeit. Deswegen war ich in letzter Zeit so oft im Parsing. Wie gesagt, das war Teilzeit. Ungefähr 2 bis 3 Mal die Woche, manchmal auch 5 und dafür dann die nächste Woche nur einmal oder sowas. Also das war recht frei. Was habe ich gemacht? Ich habe da bei einem Kiosk gearbeitet, Zeitschriftenladen. Und der war halt genau zwischen 2 Arenen. Die haben halt 2 Filialen da in Parsing. Und eigentlich hatte ich mich für die vordere Filiale beworben, wo man halt an 4 oder 5 Stops rankommt. Also dachte ich zumindest, man kommt eigentlich nur an 3 ran. Aber dort ist halt echt anstrengend. Da gibt es Zigaretten und Lotto und sowas und... Ich habe halt hinten gearbeitet, echt chillig. Wie gesagt, zwischen 2 Arenen, das war echt entspannt. Ab und zu nebenbei ein paar Kämpfe gemacht. Deswegen habe ich auch so viele Kämpfe jetzt angesammelt und konnte immer Stops drehen. Nach Raid-Touren kein Problem, alles wieder belebt. Oder nach irgendwelchen Events den Beutel wieder aufgefüllt. Oder während Events dann direkt nach der Arbeit ab nach Parsing. Keine lange Anfahrt, also die Zeit zum Hinfahren schon mal gespart. Also hauptsächlich habe ich deswegen dort angefangen und wie gesagt halt, und das Ganze war halt eben Teilzeit, damit ich nebenbei
bisschen YouTube machen kann und eben nach der richtigen Stelle mich bewerben und suchen kann. Weil wenn ich jetzt da irgendwie Vollzeit, keine Ahnung, irgendwas mache, kann ich halt mich schlecht bewerben und dann da Urlaub nehmen, jedes Mal, wenn ich ein Vorstellungsgespräch oder Bewerbungsgespräch habe oder so. Hab das halt jetzt dann gemacht. Und morgen, ich habe jetzt schon ernst gelabert, also falls mir noch jemand zuhört, morgen ist mein erster Tag. Und so habe ich da jetzt eine richtige Stelle gefunden, in der Richtung, wo ich hingehen will. Das ist halt Videoproduktion, Mediendesign und Social Media und sowas. Habe ich da zufällig eine Stelle gefunden. Auch da habe ich nicht allzu viel erzählen. Ist halt eine chillige Firma. Und ich habe da auch was im Bereich, was mich sogar persönlich interessiert. Und zwar ist das Kampfsport. Weiß nicht, ich glaube, das wissen die meisten, dass ich großer UFC-Fan bin. Und die haben halt echt genau einen gesucht für den Kampfsportbereich. Unter anderem auch UFC. Also so habe ich, glaube ich, auch die Stelle bekommen. Bin reingegangen, also über die Stelle erzähle ich euch demnächst mal nochmal was. Also das war echt eine verrückte Story. Und da hingen auch schon so Poster, Plakate von Conor McGregor, Ronda Rousey und so. Und die haben halt ihr Highlight Reel, Showreel gezeigt. Und haben halt auch Clips gemacht für zum Beispiel ProSieben und die ganzen deutschen UFC-Events. Und eben Promos oder Werbevideos für die deutsche Seite von UFC und UFC-Events, die man dann in Deutschland kaufen kann. Und man hat meine Begeisterung im Vorstellungsgespräch gesehen, bemerkt. Deswegen habe ich, glaube ich, auch die Stelle bekommen, weil einfach alles gepasst hat. Und ich muss sagen, weil so viele Fragen, zeigt Studium und so, und eben dieses, was kannst du damit machen? Und ich sage alles oder nichts. Ich habe das jetzt bekommen, die Stelle, obwohl ich nicht irgendwas mit Medien studiert habe oder Mediengestalter, Ausbildung, gar nichts in der Richtung. Ich habe nur meinen YouTube-Channel, den habe ich denen gezeigt, bei jeder Bewerbung. Und vielen hat es gefallen, haben mich viele eingeladen. Ich habe mich ja jetzt die letzten 3-4 Monate beworben und da kam erstmal nichts am Anfang. Aber jetzt dann kam echt eine Menge rein. Wahrscheinlich, weil jetzt erst die neue Bewerbungsphase beginnt oder so, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall kam jetzt dann eine Menge rein, ich habe sogar mehrere Angebote bekommen. Und dann habe ich halt das genommen, weil es eben mit dem UFC-Zeug echt gut zusammengepasst hat. Ist ein guter Einstieg, ist aber auf jeden Fall noch nicht so die feste Stelle. Ich habe ja keine Erfahrung oder so, sondern echt so eine Anfängerposition. Nichtsdestotrotz 40 Stunden die Woche. Und jetzt kommt das, worüber das Video eigentlich handelt. Ich werde jetzt direkt ab morgen schon 40 Stunden die Woche arbeiten. Montag bis Freitag. Und am Wochenende gibt es ein paar Events, da werde ich vielleicht in Zukunft dann auch noch arbeiten. Also auch in dem Job, also nichts nochmal extra. Und ja, wie werden wir das jetzt mit YouTube machen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es selber noch nicht. Jetzt kommt eigentlich Teil 2 des Videos. Jetzt habe ich gerade über meinen Job geredet und was ich so mache und demnächst machen werde. Jetzt kommt halt eigentlich der Teil, wo ich über YouTube reden werde. Also ich sehe, es dauert schon 10 Minuten. Also denke mal, das Video wird 20 Minuten dauern. 10 Minuten, wo ich gerade über Arbeit geredet habe. Und 10 Minuten, wo ich über YouTube reden werde. Ich werde versuchen, weiterhin Videos zu machen. Kann jetzt natürlich nicht jeden Tag ein Video hochladen. Ich werde es weiterhin versuchen erstmal, aber bestimmt gibt es dann auch Tage, wo kein Video kommt. Stream nach der Arbeit müsste eigentlich kein Problem sein, hier und da mal, wenn ich Bock habe. Ansonsten wird man das auf jeden Fall bemerken, weil es gibt Tage, da lade ich 2-3 Videos sogar hoch. Und wenn irgendwelche Neuigkeiten da sind, ich bin direkt am Start. Ihr wisst, ich bin ziemlich schnell, aber demnächst halt geht das halt nicht. Wenn ich arbeite, dann komme ich irgendwann am Abend zurück und dann kommt es vielleicht erst hoch, wenn nicht dann am nächsten Morgen. Es wird hart auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie ich das beides unter den Hut kriegen werde. Aber ich habe euch erzählt, ich habe bereits Teilzeitjob gearbeitet. Und da gab es auch schon Tage. Da gab es mal eine verrückte Zeit. Da hatte ich Frühschicht. Das war 5. Mal hintereinander. Und da habe ich die Videos trotzdem rausgehauen. Nach der Arbeit, Nest abgecheckt. Stream habe ich sogar gemacht. Und da war Purge auch noch. Alter, ich habe da 3 Stunden am Tag geschlafen für die 5 Tage da. Das war echt krank, wie ich das überlebt habe. Auf jeden Fall ist es jetzt nicht so, dass ich bisher nichts gemacht habe außer YouTube. Ich musste auch mein normales Leben und Arbeit und alles und YouTube unter einen Hut bringen. Und was viele nicht wissen, das ist halt echt aufwendig und anstrengend und echt schwierig zu schaffen. Deswegen hat auch nicht jeder einen YouTube-Kanal. Und da muss man auch, habe ich auch oft, bin ich um 4 Uhr aufgestanden, damit ich noch das Video hochladen kann. Und dann bin ich in die Arbeit gegangen oder so. Oder auch sonntags, wenn wir auf Raid Tour gehen, Treffpunkt 10 Uhr, dann muss ich halt um 9.30 Uhr schon los. Das heißt, um 9 Uhr muss ich aufstehen und mich frisch machen, bereit machen. Und dann, wenn ich am Sonntag ein Video hochladen will,
Da muss ich wahrscheinlich so um 6 oder 7 aufstehen. Ausgeht davon, wie aufwendig das Video ist. Und dann gehe ich auf Raid 2. Also, es wird auf jeden Fall nichts Neues sein. Nur ein bisschen schwieriger, halt versuchen die Videos irgendwie in den Alltag unterzubringen. Ich hoffe, ich schaffe das. Wir werden es sehen. Wenn nicht, dann muss ich halt auf noch mehr Schlaf verzichten. Schlaf ist eh unnötig, kann man machen, wenn man tot ist. Also wie gesagt, schauen wir mal, wie es mit den Videos wird. Ich hoffe, weiterhin konstant. Aber jetzt kommt's halt, der Punkt über YouTube. YouTube ist eben echt nur ein Hobby von mir. So, ich habe einen kurzen Cut gemacht. Und jetzt rede ich mal weiter. Eben über das YouTube-Zeugs. Es wissen viele, das halt echt nicht zu schätzen, wie viel Arbeit da reinfließt und dieses ganze Zeug hinter den Kulissen. Da muss man sich halt oft so Zeugs anhören mit Geldgeil und sowas. Und deswegen, darüber will ich jetzt reden. Ich mache das echt nur zum Spaß als Hobby. Ich vergleiche das mal jetzt zum Beispiel mit Pookie. Kein Diss an Pookie, kein Hate an Pookie. Der ist halt echt mega krass klickgeil und macht das halt vollkommen nur wegen der Kohle. Und er hat sogar die Schule abgebrochen dafür, was ich halt niemals machen würde. Ich hab durch YouTube sogar jetzt einen Job bekommen und würde für den Job jetzt sogar YouTube aufhören. Also das ist genau das Gegenteil von Pookie. Und klar, wenn man Videos macht, will man, dass die viele Leute, so viele wie möglich das anschauen. Und natürlich ist es ein Ziel, viele Follower, viele Klicks und sowas zu bekommen und seine Base zu erhöhen und sein Publikum. Aber man kann es halt auf die eine Art machen und auf die andere. Und ich hab's bisher auf die andere gemacht. Und ich hab's halt nicht so ernst genommen. Also YouTube war echt nebenbei. Und ich habe auch nie in Betracht gezogen, YouTube jetzt irgendwie Vollzeit zu machen. Vor allem, weil da die Klicks noch lange nicht reichen. Also sag mal, wenn ich das dreifache habe, dann kann man schon langsam drüber nachdenken. Aber bisher so noch nicht. Echt nur nebenbei. Und es gibt halt viele Sachen, die mich noch von einem Vollzeit-YouTuber unterscheiden, Sachen, die ich persönlich für mich selber noch nicht entschieden habe, so zu machen, weil ich, wie gesagt, echt einfach nur ein Typ bin, der das gerne nebenbei macht und dann aufnimmt. Eben wie die Beschreibung halt sagt, nur ein Typ mit einer Kamera. Und das unterscheidet mich und deswegen denke und hoffe ich auch, dass viele mir folgen und mich feiern, weil ich eben noch so authentisch bin im Vergleich zu den ganzen, die jetzt echte YouTuber geworden sind. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe so viele Videos, die 9 Minuten irgendwas dauern. Und jeder weiß, ab dieser 10 Minuten Grenze kann man öfters Werbung schalten. Und ich habe noch nie mit Absicht ein Video länger gezogen, nur damit ich diese Grenze überschreite. Und trotzdem kommen halt immer dumme Kommentare, wenn mein Video echt länger als 10 Minuten dauert. Extra lang gezogen, nur damit man Werbung schalten kann und sowas. Und wenn man echter YouTuber werden will, Vollzeit und so, dann muss man echt darauf achten, dass seine Videos ziemlich oft über 10 Minuten kommen. Und das habe ich halt bisher nie gemacht. Und selbst wenn sie über 10 Minuten kommen, schalte ich einmal extra Werbung. Anfang, so wie immer, dann Ende und dann einmal in der Mitte. Das war's. Und wenn man YouTube halt echt Vollzeit machen will, dann muss man das öfters machen. Selbst Ehrenleute, selbst Leute, die ich feiere, zum Beispiel jetzt Raffi, der macht echt krasse Dragon Ball Super Videos, der schaltet alle 2 Minuten Werbung. Alle 2 bis 3 Minuten. Ein 10 Minuten Video oder 12 Minuten Video hat so 5-mal Werbung. Und ja, also irgendwie ist es schon unehrenhaft, aber irgendwie auch nicht, weil so verdient er halt sein Geld. Und ich weiß auch nicht genau. Ich persönlich habe es bisher nicht gemacht, weil mich persönlich als Zuschauer das langweilt, deswegen will ich euch das auch nicht antun. Aber wenn ich YouTube mal jetzt ernst nehmen wollen würde, dann müsste ich sowas machen. Weil ich habe gerade gesagt, wenn ich meine Zuschauerzahl verdreifache, dann könnte ich darüber nachdenken, YouTube ernster zu machen. Anstatt jetzt zu warten und zu hoffen, dass ich die dreifache Anzahl an Zuschauern und Abos bekomme, könnte ich auch einfach 3-mal mehr Werbung schalten. Das würde das auch wieder ausgleichen. Solche Sachen, also ich könnte YouTube bei weitem weiter optimieren und ausnutzen und da viel mehr Geld machen, als ich es bisher gemacht habe, aber YouTube ist wie gesagt echt nur ein Hobby und bisher bin ich diesen Schritt noch nicht gegangen. Über diese Grenze von, ja, ich mache das zum Spaß, hin zu, das ist das, womit ich Geld verdiene. Und die meisten merken das bisher auch, dass ich noch authentisch bin. Was halt nicht heißt, dass alle, die YouTube nur wegen Geld machen, nicht authentisch sind. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und auch so Sachen mit Sponsoring und Product Placement.
ich krieg da echt eine Menge Angebote rein. Und bisher habe ich nur hauptsächlich diese Boxen genommen, weil ich die persönlich cool finde. Und das ist halt, obwohl das die eigentlich schlechtesten Angebote sind, die werbe, weil ich die persönlich echt cool finde. Und echt bisher nur Sachen, wo ich sage, hey, das ist echt nützlich, das ist echt eine coole Seite und ist echt praktisch oder so. Und auch da könnte ich so viel mehr rausholen. Aber das ist halt unehrenhaft. Ich kann nicht irgend so Müll, also ich kann schon, aber ich will nicht irgend so Müll werben auf meinem Kanal, den eh keiner verwendet oder eh keiner draufklickt. Und dann kriege ich Hate für die coolen Sachen, die bereits gut gefiltert sind von mir. Hand ausgelesen von den ganzen Müllsachen. Wenn ihr wüsstet, was da alles reinkommt für irgendwelche tschechischen Angebote, da soll ich irgendeine Seite kurz erwähnen und dann kriege ich mehrere 100 Euro, wisst. Und solche Sachen habe ich bisher gar nicht angenommen. Okay, wir haben einmal Deal Bunny gedreht, aber das war echt lustig und selbst wenn ich was annehme, dann versuche ich das irgendwie lustig zu verpacken. Oder auch auf Facebook oder Instagram. Okay, Instagram noch nicht. Da habe ich noch nicht genug Followers. Folgt mir auf Instagram. Das erinnert mich an ein Beispiel, das ich noch später dran nehmen werde. Auf jeden Fall Twitter zum Beispiel. Da kriege ich auch ein paar Angebote. Poste diesen Link und du kriegst ein paar Euro. Und da habe ich kein Problem, mich zu verkaufen. Weil da denke ich mir, wenn es Leute nicht interessiert, dann können die halt nicht draufklicken. Aber wenn es ein Video ist, dann natürlich, dann könnte es ein paar Leute stören. Deswegen habe ich da echt bisher nur coole Sachen ausgewählt und nicht jedes Müllangebot angenommen. Aber auch da, wenn ich YouTube ernster nehmen wollen würde, dann müsste ich auch ein bisschen rücksichtsloser sein und da auch mehr Angebote wahrnehmen. Auch so Müllangebote. Worauf will ich eigentlich hinaus? Ich habe auf einmal angefangen zu labern, ich weiß es auch nicht genau. Wahrscheinlich nur, dass ich die Arbeit vorziehe über YouTube und YouTube nicht wirklich ernst nehme bisher. Und wenn ich YouTube ernst nehmen wollen würde, müsste ich ein bisschen unehrenhafter werden. Und ich weiß nicht, ob ich das jemals werden würde. Bestimmt irgendwann entwickelt man sich langsam in die Richtung. Aber ich versuche da so lange wie möglich korrekt zu bleiben. Aber wie gesagt, YouTube ist da nicht mein Hauptziel, mein Haupteinkommen oder mein Hauptfokus, mein Haupttraum. Es wird immer nebenbei so eine Sache bleiben. Und die Sache, die ich gerade ansprechen wollte, auch zum Beispiel so Instagram oder mit dem Shop. Oh mein Gott, ja, der Shop. Der Shop, ich habe den nur gemacht, weil so viel Nachfrage war. Und seitdem, also ich trage die halt persönlich gerne, weil die einfach saftig sind, weil die echt geil sind. Holt euch die. Habe ich den gar nicht geworben. Ich habe bisher noch gar nichts damit gemacht. Und andere YouTuber, die spammen ihren Shop ständig, egal überall, jede Minute in ihrem Video. Und das habe ich bisher echt nicht gemacht. Am Ende sage ich einmal kurz, check den Shop ab, Link ist unten in der Beschreibung. Und das war's. Und daran merkt man, dass ich das Ganze nicht so ernst genommen habe bisher, YouTube, und nicht nur auf Geld und Klicks aus bin. Und YouTube da bei weitem noch mehr ausnutzen könnte. Was ich aber, wie gesagt, eben nicht mache, weil ich halt einen Hauptjob haben will und YouTube halt echt nur nebenbei ist. Dasselbe gilt für die ganzen Social Media Sachen, Instagram, Facebook, Twitter, folgt mir da. Das habe ich jetzt spaßeshalber öfters angesprochen gerade im Video, aber das pushe ich auch nicht so hart wie andere. Andere blenden das die ganze Zeit in den Videos ein. Da kommt einfach auf einmal so zuck, Instagram, Facebook, Twitter und sowas. Ich erwähne das, wie gesagt, einmal am Ende und das war's. Und das bringt mich zum letzten Punkt, glaube ich, über YouTube. Und zwar die Videos, die ich mache. Ich mache halt, was ich will. Und wenn es nicht taugt, der kann entweder abschalten oder selber seine Videos hochladen. Das, was er sehen will. Ich mache halt das, was mich persönlich interessiert, worüber ich mich beschäftige im Spiel. Und das war's. Ich kopiere niemanden. Ich habe sogar aufgehört, die anderen zu schauen, weil ich gar keine Zeit mehr habe. Weil YouTube so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass ich Trainertipps und Reversal... Okay, Reversal eh nicht, weil ihr wisst, die ganze Sache mit der EX-Einladung. Aber Mystic 7... Prodigy's Nation, Spieletrend. Keine Zeit mehr. Und auf jeden Fall wollte ich nur sagen, ich ziehe mein Ding durch. Es geht nicht nur um Geld, was offensichtlich ist, weil wenn ihr wüsstet, wie der YouTube-Channel aussehen würde, wenn ich jedes Angebot annehmen würde, wenn es nur um Geld gehen würde. Jedes Video wäre 10 Minuten lang, und zwar genau 10 Minuten und eine Sekunde. Jedes Video würde von irgendeinem Sponsor gesponsert werden. Irgendein Product Placement in jedem Video. Jedes Video würde am Anfang, in der Mitte zweimal und am Ende
Werbung haben und Shop, Instagram, Facebook, Twitter, jedes Mal, überall, wahrscheinlich sogar dauerhaft irgendwo am Rand angezeigt werden. Also wenn ihr da wüsstet, bisher bin ich da echt noch krasser Ärger, Mann. Und das wird auch erstmal so bleiben, wie gesagt, mal schauen, was die Zukunft bringt, was der Job so macht, wie oft ich da noch Videos hochladen kann. Das soll kein Abschied werden. Das soll auf jeden Fall gar kein Abschied werden, weil ich werde weiterhin Videos machen. Die Frage ist halt nur, wie oft und wie konstant, aber ich ziehe mein Ding weiter durch und werde da weiter hochladen, was ich will, wann ich will, wie ich will. Wollte euch nur Bescheid geben, dass jetzt ein neues Kapitel in meinem Leben anfängt und channelmäßig da auf jeden Fall ein paar Veränderungen kommen werden. Ich meine, 40 Stunden die Woche, das kann ich nicht verheimlichen, das wird man auf jeden Fall merken, dass da die Videos ein bisschen schwächer werden. Aber keine Angst, ich bin nicht weg. Ich meine, Julian schwächelt. Julian ist tot. Spieltrend schwächelt. Das ist unsere Zeit. Wir werden die Nummer 1 übernehmen. Also schauen wir mal, was so passieren wird. Vor allem die nächsten paar Tage und Wochen und die ersten paar Monate. Dann kann ich so abschätzen, wie das mit YouTube nebenbei laufen wird. Und das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Folgt mir weiterhin. Es wird noch eine geile Zeit. Checkt den Shop ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist Business.